Hallo, ich bin Fabian von Würfelbar. Seit neuestem sind im Chapter Approved 2022 für viele Fraktionen neue Punkte gekommen. Die gehe ich nun alle mit euch durch und ich werde einschätzen, inwieweit sich dadurch eure Armee verändert. Würfelbar, schenkt dir ein Spiel ein. Was hat sich bei den Sisters of Battle, den Adeptas Sororitas, getan? Als erstes schauen wir uns die Punkteänderungen an. Morven Vahl ist leider von 165 auf 180 Punkte angewachsen. 15 Punkte teurer. Naja, knapp 10% teurer, das ist happig. Als zweites die Celestin Sacrescens, also die unter als Bodyguard bekannten Figuren, sind von 14 auf 16 Punkte teurer geworden. 2 Punkte teurer pro Modell. Die Dominions, also die, die das Vorhutbewegung bringen, sind von 12 Punkte auf 14 Punkte, ebenfalls 2 Punkte pro Modell teurer geworden. Jetzt günstiger geworden sind dann die Paragon Warsuits. Eine Dreier-Einheit kostet jetzt nicht mehr 240 Punkte, sondern nur noch 210. Die ganzen Panzer, nämlich der Castigator, der Exorzist und der Emulator, sind jeweils 10 Punkte günstiger geworden. Ebenfalls teurer geworden, und das sieht man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick, sind die Cherubim, also die kleinen Engelchen-Token, die ich benutze, um nochmal schießen zu dürfen. Die sind pro Engelchen von 5 auf 10 Punkte, also 100% teurer geworden. Seit Nachmundata Chapter Approved 2022 darf man keine armeespezifischen Keywords mehr mischen, also kein Mischen zweier verschiedener Orden. Wie betrifft das nun die Sisters? Selbstverständlich betrifft das alle Armeen und da haben erstmal viele geschluckt, aber meiner Meinung nach trifft das Sisters besonders, besonders hart. Weil die typische Arche-Liste von Sisters war ein großer Block Bloody Rose, die haben wir alles reingepackt, was in Nahkampf wollte, meistens 1500 Punkte ungefähr, das haben wir getrimmt, wir haben die Extra-Attacke mitgenommen, die der Codex auch braucht. Und dann haben wir eben mit 500 Punkten ungefähr, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger, weiter rumgespielt. Wir haben hier uns einen Trick ausgesucht oder einen Teil, den wir einfach pushen, ausmaximieren wollen und haben dann den entsprechenden Orden und die entsprechenden Einheiten gewählt. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ist jetzt die Frage, spielen wir nur Bloody Rose? Die anderen Orden bringen halt nicht diesen Punch, auf den Sisters-Listen aktuell basieren. Was wird darunter am stärksten leiden? Wahrscheinlich den Teil außer der Nahkampf. Also, jetzt gehen wir mal davon aus, entweder die Haltbarkeit, wenn wir Valorous Heart spielen und da die Sacrescens, oder eben der Beschuss, den wir immer gespielt haben, wenn wir noch Arch and Shroud eingepackt haben. Das ist richtig, richtig heftig für Sister, dieses auf beiden mit zwei Detachments ausmaximieren wird es nicht mehr geben und ich denke, dadurch wird primär der Beschuss der Sisters, also Retributoren mit Multimeltern, heftig leiden. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Fazit, vielleicht auch etwas subjektiv, da Sisters of Battle meine Lieblingsarmee sind, aber was wurde denn getan? Alle Einheiten, auf denen jegliche Armeen basieren, wurden teurer gemacht. Erster Pick, Morven Vahl, bam, 10% teurer. Sacrescens, den wir brauchen, weil wir das Bodyguard-Spiel spielen, um mithalten zu können, bam, teurer. Retributoren, die Engelchen, die super effektiv machen, diese Einheit, bam, teurer. Dominions, die packe ich immer ein, weil ich dem Gegner schon von Anfang an etwas Druck machen möchte. Ich habe nichts anderes als Scout-Mode oder infiltriert, bam, teurer. Und ja, wir nehmen E-Effektivität, weil wir nicht mehr mischen können. Und ich habe jetzt meine alte Sisters-Liste nochmal so neu geschrieben. Ich habe ca. 80 bis 100 Punkte teurer, das ist meine Liste geworden. Also, dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Es fehlen einfach mal in der Liste vom Chapter Approved 21 auf 22 4 Multimelter. Meine Liste ist 4 Multimelter schlechter geworden, die keinen Ordensbonus mehr haben. Ja, ich muss sagen, finde ich jetzt nicht geil, wirklich ganz und gar nicht. Sisters war eine starke Armee, die Wunderwürfelmechanik ist stark, aber
Es gibt ganz, ganz andere Armeen, die da draußen knüppelhart sind, gegen die Sisters sich richtig schwer tun, gegen die wir ein hartes Mismatch haben. Und da wurde eben gar nichts getan. Es wurde hier auf die interne Balance im Kodex eingegangen. Ja, okay, es ist ganz gut, muss sogar ich zugeben. Aber auf die externe hat man komplett nicht geachtet. Wir haben eben das Power-Level des Kodex runtergeschraubt, damit wir auf einen ja, gleicheren Level im Kodex kommen. Haben natürlich dann den Kodex dadurch einiges genommen. Ist einfach so, kann ich nicht beschönigen. Ist eine legitime und eigentlich auch clevere Sache. Aber dann muss man das bitte bei allen Armeen machen. Und dem ist nicht geschehen. Was werde ich tun? Ich werde jetzt mit Bloody Rose weiterarbeiten. Meine Armee wird noch weniger Beschuss haben. Die Multimelter kann ich mir eh nicht mehr leisten. Und es gibt einen kleinen Lichtblick. Ich probiere die Paragon Suits für 210 Punkte mal aus.